Und am Ende wurde gefeiert. In einer spannenden Partie gewinnen die Brucker Handballer gegen Hollabrunn knapp, aber doch mit 27:26. Den besseren Start in die Partie hatten die Brucker. Sie spielten bis zur 13. Minute einen 3-Tore-Vorsprung heraus. Spielstand 8:5. In den folgenden Minuten schlichen sich etliche Fehler im Angriff ein und die Hollabrunner führten zur Pause mit 14:10. Ja, das war ein ganz schwieriges Spiel für uns. Also Hollabrunn, ich muss zuerst gratulieren, Hollabrunn, auch ein super Spiel. Sie haben sich gezeigt wie eine echt tolle Mannschaft und wir haben heute also nicht unsere beste Leistung gefunden. Und am Ende haben wir mit unserem Wille, mit dem geglaubt und Sieg einfach haben wir gewollt und deswegen ich gratuliere auch meine Burschen. Nach dem Seitenwechsel wehrten sich die ECE-Bulls mit aller Kraft gegen eine Niederlage. Aber Hollabrunn stand in der Verteidigung stabil, sodass die Hausherren Schwierigkeiten hatten, ihre Torversuche umzusetzen. Der 4-Tore-Rückstand auf die Gäste blieb bis zur 40. Minute aufrecht. Danach holte man Tor um Tor auf und ab der 51. Minute war die Partie wieder völlig offen. Martin Breg, mit 10 Toren erfolgreichster Scharfschütze bei den Bruckern, gelang der Ausgleichstreffer zum 24:24. Wir haben erste Halbzeit ein bisschen verschlafen, zweite Halbzeit haben wir in der Deckung besser gespielt, mit einem überragenden Luca am Schluss. Und danach sind uns eigentlich die leichten Tore gelungen, weil Luca einfach zu mir passt und ja, war ich alleine gegen Tormann. Und ja, ein großes Lob an die Mannschaft und an die Fans. Wir sind sehr stolz drüber und haben hart gekämpft. Die Brucker Mannschaft zeigte zum Schluss wieder Kampfgeist und fand zurück zu ihren Stärken. Endstand 27:26. Ende gut, alles gut und ein hervorragendes Publikum. Wir bieten auch dementsprechend den Sport, spielen mit 11 Eigenbauspielern in der Kampfmannschaft und das werden wir uns nicht wundern, wenn auch Leute in der Halle sind. Ich bin selbst als Sportreferent begeistert und total aus dem Häuschen. Ich habe fast keine Stimme mehr, weil die zweite Halbzeit war nichts für schwache Nerven. Es war ein irrsinnig spannendes Spiel und wenn man merkt ganz einfach, wie die Stimmung in dieser Halle ist, Bruck ist Sportstadt und Bruck ist eine Handballhochburg und so soll es weitergehen. Mit diesem Sieg haben die Brucker ihre weiße Weste behalten und liegen ohne Punkteverlust auf Platz 1 in der Tabelle. Viele Sonder- und Herbstangebote bei Toyota Scheikel in Bruck und Mürzhofen. Wie den neuen Toyota RAV4 in der 20-Jahr-Jubiläums-Edition mit umfangreicher Sonderausstattung und einem Preisvorteil bis zu 3.000 Euro. Den Auris oder Auris Touring Sport mit kostenlosem Wohlfühlpaket. Die 0% Drittelfinanzierung bei allen Toyota Yaris-Modellen. Sowie den Toyota Verso mit umfangreicher Sonderausstattung und Preisvorteil bis 5.500 Euro. Toyota Scheikel, Ihr Autohaus in Bruck und Mürzhofen. Die Bäckerei-Konditorei Fuchs gibt es viermal in Kapfenberg, einmal in Bruck, Kindberg, Mitterdorf und Leoben. Die Bäckerei Fuchs bietet ihren Kunden Brot und Gebäck, aber auch Spezialitäten. Die Konditorei Fuchs bietet Feingebäck, Torten für Hochzeiten, Geburtstage und vieles mehr sowie die echte Steiermark-Torte aus Meisterhand an. Und das alles auch bei gemütlicher Kaffeehausatmosphäre. Schlaue genießen nur das Beste. Bäckerei Konditorei Fuchs.